was geht ab? Heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar guckt mal, wo wir hier sind. Wir sind in der Krümelkiste. Und in der Krümelkiste sind richtig viele YouTuber. Amir, André, Flauschi, Candy, Russik und King Crimex. Okay. Hallo. Und Banks Auto ist auch mit dabei, das aber nicht mitspielen darf. Jungs, seid ihr bereit? Und zwar wisst ihr, was wir heute in der Krümelkiste machen? Nein. Mr. Paul, weißt du, was wir heute in der Krümelkiste machen? Hä? Kenny, warum bellst du? Das war der Hund. Ach so, wir spielen heute. Was macht ihr da? Wollt ihr das Auto versenken? Hey, lass die Karre fahren. Lass das Auto von Banks versenken, Jungs. Los, komm. Oh Mann, ey. Lass das Auto versenken, Leute, die Müllkarre. Nein. Ich bin das. So, wir spielen heute Hide and Seek in der Krümelkiste. Und deswegen habt ihr jetzt Zeit, euch 2 Minuten in der Krümelkiste zu verstecken. Aber wichtig, Leute, nur in der Krümelkiste, ja? Gehört das Gewerbegebiet dazu? Nein, was ist das da drüben, oder was? Das Gewerbegebiet, ja. Nein, das Gewerbegebiet gehört nicht dazu. Okay. Was gibt es noch für Regeln? Dürfen wir Elytra nutzen? Nein. Und dürfen wir Sachen abbauen? Nein. Ich schreibe das gleich auch noch mal im Chat rein. Ja, schreibt das rein. Okay. 2 Minuten. Gut, so Leute, die verstecken sich jetzt 2 Minuten. Ich bin gespannt, Alter. In der Krümelkiste kenne ich mich ja auch noch nicht so aus. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, der Gewinner bekommt 200 Diamanten. Aber ich glaube eigentlich ist auch ganz gut, dass es keiner von denen weiß. Ja, da wird sich der Gewinner, denke ich mal, umso mehr freuen. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss noch ein paar Diamanten abbauen. Aber werden wir schon hinkriegen, dass wir da 200 Diamanten zusammenbekommen. Ich werde jetzt noch mal reinschreiben, keine Lydra, nicht abbauen, alles drum und dran und dann mal gucken, ob ich jemanden finden werde. Ich komme in die Krümelkiste. Ich muss schon echt sagen, das ist echt eine sehr, sehr coole Stadt, Freunde. Also ich finde die optisch sehr nice, aber warum stehen die überall Autos von Banks rum? Das eine ist kaputt, das eine steht da rum. Also das macht die Krümelkiste so ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, obwohl Elytra ist ja verboten, die dürfen sich also nirgendwo reinbuggen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sich hier im ersten Haus direkt Leute versteckt haben. Ich bin auch gespannt. Ich glaube nämlich, dass der beste YouTuber Flauschi sein wird. Also, dass Flauschi definitiv die besten Verstecke hat, weil sie hat ja die Krümelkiste auch so ein bisschen gebaut. Ja, deswegen denke ich, dass sie schon die besten Verstecke hat. Und ich frage mich halt, Armin, ob du mich veräppeln willst. Sei mal ehrlich, Armin, willst du mich veräppeln? Ich hab gedacht, nimm was Auffälliges, was unauffällig ist. Ah, Armin, willst du mir vielleicht verraten, wo jemand ist? Darf ich mich dann wieder neu verstecken? Dann dürftest du dich vielleicht wieder neu verstecken, wenn du jetzt jemanden findest innerhalb von einer Minute. Darf ich auch einen Tipp geben, wo jemand ist? Nee, da muss jemand sein. Ja, ich weiß, dass da jemand ist, aber ich will nur einen Tipp geben, nicht direkt sagen, wo er genau ist. Nee, das geht nicht, Armin. Also ja, du bist dann raus, aber du könntest dich neu verstecken, ne? Ja, okay, komm, ich zeig dir, wo jemand ist. Du weißt ja noch gar nicht, um was es geht. Es geht ja um 200 Diamanten. Um 200 Diamanten? Ja. So, wo ist denn einer, hä? Komm mit. Ja, ich bin gespannt, Armin. Oh mein Gott, Leute, Armin verrät hier gerade jemanden. Wie cool ist das denn? Juhu, aber dann hat er nochmal die Chance auf 200 Diamanten, was eigentlich ganz cool ist. Ey, so, wo gehst du jetzt hin, Alter? Woher weißt du denn, dass hier sich jemand versteckt hat? Ja, komm doch mit, vertrauen. Ja, ich komm mit, aber die Zeit läuft ab, ne? Du hast nicht mehr viel Zeit, Armin. Ja, 10, ey, Digga, ich brauch halt ein bisschen. 9. Ja, okay. 8, komm. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tut mir leid, Bruder, ich muss dich verraten. Oh mein Gott, Russa. Oh mein Gott, Russa. Ey, du jemanden, darfst du auch neu verstecken. Nein, Russa ist raus, wegen dir, Armin. Ey, Russa, ich will dir nur eins sagen. Armin dürft sich jetzt neu verstecken. Und du bist raus, Russa. Was soll das? Du bist raus. Armin hat die Chance genutzt, 200 Diamanten zu gewinnen. Nämlich, das habe ich euch gar nicht gesagt. Man kann 200 Diamanten gewinnen. Alter, das ist unfair. Du hättest dich niemals gefunden. Bro, das kannst du dir... Kannst, genau 200 Diamanten. Du kannst dich bei Armin bedanken. Schönen Tag noch, Herr Russack. Hey! Schönen Tag.
So, den ersten haben wir gefunden, Leute. Das ist schon mal ganz nice. Wir machen hier unten natürlich weiter, weil wir müssen das ja alles nach und nach machen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, hier ist das Strandhaus von iCrimex. Denkt ihr, dass iCrimex so clever ist und sich in seinem eigenen Haus versteckt? Das könnte natürlich sein, dass er hier vielleicht irgend... Hä, was ist hier denn los? Hä? Leute, was ist das denn hier? Hä? Leute, was ist denn mit seinem Haus? Hä, das ist ja voll doof. Der hat da irgendwie Bambus angebaut. Wie nervig ist das denn? Also, hä? Ich glaube, das ist einfach jetzt nur doch so ein... gar kein Haus mehr, sondern einfach so eine schöne... wie nennt man das? Gartenlaube oder so. Hm, aber gut, ich glaube, da versteckt er sich hier auf jeden Fall nicht. Naja, also hier ist er nicht zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht hier drunter unterm Steg, aber... das würde eigentlich auch gar nicht mehr eigentlich offiziell dazu zählen. Muss man auch ehrlich sagen, aber ich glaube, hier ist keiner. Nee, also bei King Crimex im Vorgarten ist schon mal keiner. Und das Haus ist auch sehr, sehr komisch. So, wir gucken jetzt mal weiter. Oh. Hä? Habt ihr das gehört, Leute? Hier war irgendein Geräusch gewesen. Also hier muss irgendjemand in der Nähe gewesen sein. Aha. Wer macht denn hier Geräusche, hä? Mach doch nochmal Geräusche. Bist du hier im Keller oder was? Hä? Stani, Crimex. Hä? Wo seid ihr? Junge, die sind safe hier im Haus. André war richtig laut gewesen. Der muss sich hier irgendwo verstecken. Ey, ich weiß, wo ihr seid. Ist so schlecht, Stani, Alter. Hä? Leute, oh mein Gott, die haben sich selber verraten. Die haben sich selber verraten. Das war's. Das war's. Nein! Warum ich? Hä, Bro, das ist voll das Dulli. Hä, was sagst du, Candy? Da stehst du auf dem Tisch, Stani. Hä? Ja, da guckst du schon richtig. Bro, André, voll das Dulli versteckt. Du bist raus. Ich hab voll lange überlebt, du Mann. Du kriegst keine 200 Diamanten. Das war's Schade. Mit dir gewesen. So, Leute, André ist raus und Candy hat... Oh mein Gott, ist der dumm. Leute, ist Candy dumm. Ist Candy, oh mein Gott. Candy, dass du dich nicht schämst. Dass du dich nicht schämst, Candy. Rede doch. Ja? Ich kann nicht, ich kann wieder jemanden verraten. Ey. Ich kann wieder jemanden verraten. Was ist denn das, Amir? Hörst du das? Ja. Was ist denn das? Stadi. Ist das hier ein Hochhaus? Das hier ist ein Hotel. Aha. Ey, Amir, was ist denn das hier? Da unten. Oh, oh, hast du jetzt auf? Was? Hier gibt's auf? Was? Hier gibt's Aufzug? Wow, wie krass ist das denn? Alter, hier gibt's Aufzug im Hotel, Leute, so einen automatischen. Ich hab ihn verraten. Oh, darf ich ihn wieder verstecken? Amir, du bist raus. Candy. Was? Du hast die Chance, ein 31er zu sein. Da du ja schon eine Krone hast, kannst du der König des Verrats sein. Okay, dann komm mal mit. Du kannst jemanden verraten. Also, sie interessieren sich ja für ein Hotelzimmer. Nee, okay, sie interessieren sich. Candy, du hast nicht viel Zeit. Du hast nur eine Minute Zeit, ne? Ja, eins höher. Hier. Achtung, 3, 2, 3, 3, 3, 3, stürmen! Da ist denn niemand. Ach, Mann, ey! Candy hat dich verraten! Ich hab dich verraten! Candy, ich mag dich jetzt nicht mehr! Du kriegst nie wieder Kekse von mir! Wow. Mann, ey! Komm, ich zeig dir, wo iCrimex ist! Ey, die darf niemanden verraten! Russ darf auch niemanden verraten! Doch! Ja, dann nicht! Dann verrate ich niemanden! Candy, du dürfst dich neu verstecken! Candy, du dürfst dich neu verstecken, weil er Flauschi verraten hat! Und Flauschi kriegt auch nochmal eine extra Chance auf Sehr zwei! Gut. 100 Diamanten! Oha, komm mal mit. Oh. Du kennst doch Max' schönes Strandhaus, oder? Ja, da war ich schon gewesen, das ist er aber nicht. Wusstest du eigentlich, dass der einen Geheimgang hat? Was? Ja, Flauschi, veipel den. Ja, komm, hier. Nein, ich bin ganz im Discord am Reden. So? Hä? Man kommt hier durch? Was? Siehst du diese drei Knöpfe? Ja. Drück die mal. Hast du das gehört beim untersten? Ja, ging nur was auf. Drück dir nochmal. Warte. Und dann gehen wir in die Küche. Was? Warte mal, wie kommt man denn hier in die Küche? Ja. Was? Nein.
Nein! Das. Muss mal gucken, hier ist er irgendwo, glaube ich. Hier ist niemand, das Stani, hier ist niemand. Woher willst du. Oh, Bro, was hat er denn ich hier? Ich weiß, dass hier niemand ist. Ich war ja auch noch nie. Aua! Verdammt! Flauschi hat dich verraten! Entschuldigung! Alter, was hast du denn hier für einen Geheimgang hier? Sehr gut. Ja, das ist mein geheimer Korallenriffkeller. Boah, sieht echt cool hier aus, aber ich sag... Ich hab hier ein eigenes Ökosystem extra angelegt. Aber ich sag dir ehrlich, Max, Flauschi hat dich verraten und du hast keine Chance mehr auf 200 Diamanten! Ich kann auch niemanden verraten. Darf ich mich neu verstecken? Flauschi darf sich neu verstecken. Okay, tschüss. Tschüss. Ey, Max, du bist raus, Junge, du bist raus. Ich kann auch jemanden verraten. Du kannst jemanden verraten? Wem denn? Ja, kann dir Candy verraten. Ja, okay, dann zeig mir mal, wo Candy ist. Dann zeig mir mal, wo Candy ist. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Weil ich glaube nicht, dass du mir zeigen kannst, wo Candy ist. So, Army ist eh schon raus. Ja, du wirst sehen. Ich kann dir zeigen. Ey, aber was denn hier mit dem Strandhaus passiert, Max? Das war ja mal voll cool gewesen. Ja, Banks hat hier irgendwie mal wieder einen Prank gemacht. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, Banks macht ja nur... Ey, dass du noch dich durchgedreht bist, wundert mich so ein bisschen, weil ja, Banks ist dich ja nur noch am Ärgern. Wenn ich was mach, dann bin ich der Böse, weißt du? Wie? Hast du Matuan Bescheid gesagt? Bro. Ja, vielleicht müssen wir Matuan holen. Die Leute checken sich. Banks macht die ganze Zeit bei dir nur Pranks und du machst gar nichts und dann einmal antwortest du und kriegst Ärger oder was? Ja, das ist das. Ja, wo ist denn Candy? So, ich weiß, dass er hier in seinem Elytra-Shop ist. Ich würde wetten, da gibt es irgendeinen Geheimgang hinter Bildern. Ach nein, da ist er ja, hier. Er ist die Puppe, die hier steht. Hä? Oh, Max, hä? Max, Junge, warum? Bro, warum? Candy ist raus. Candy ist raus. Candy ist raus. Max, du dürfst dich aber neu verstecken. Okay. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, Leute. Max, Flauschi, also Amir, André haben wir schon. Eigentlich müsste jetzt nur noch Flauschi sich verstecken und Max dürfte sich einmal neu verstecken. Gut, die Frage ist, wo hat sich Flauschi versteckt? Die müssen wir jetzt halt einmal normal finden. Und dann, das ist jetzt schon der Gewinner, Leute. Also jetzt wird gleich schon der Gewinner... was ist das denn? Leute, sind hier pinke Lamas? Wie cool ist das denn bitte? Ich wusste gar nicht, dass es pinke Lamas gibt. So, wer wird gewinnen in der Krümelkiste? Flauschi oder King Crimex? Das ist ja hier das Rathaus. Das finde ich auch sehr schön. Und, boah, guck mal, hier von Timmy auch das Haus. Das sieht auch richtig cool aus. Da muss ich mal kurz einmal vorbeigucken. Mal gucken, was Timmy da für ein Dings gebaut hat. Oh, was war das denn? Ey, André, du bist raus, Junge. Ich gucke aber zu, Mann. Du bist raus. So, ich guck mal hier bei Timmy ins Haus rein. Ob sich vielleicht hier auf lustig einer versteckt hat. Nee. Nee. Ja gut, Timmys Haus ist auch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, hier ist keiner drin. Warte mal, vielleicht hier irgendwie. Nee, obwohl das eigentlich relativ gute Verstecke werden sein könnten. Nee, hier ist auch keiner. Okay, da haben wir Timmys Haus eigentlich schon mal durch. Ist auch sehr schön eingerichtet hier von drinnen. Aber auch ein bisschen klein, muss ich sagen. Ne? Wir machen die Tür natürlich wieder zu. Und hast du ja eine Ahnung... Hä? Was ist denn los, André? Was ist denn los? Willst du mir hier ein Zeichen geben, oder was? Mhm. Mhm. Okay. Oh, ich will... Leute, ich will hier mich nicht selber einsperren. Aber es sieht so aus, als wäre hier jemand in der Polizeistation. Oh mein Gott, ist hier jemand? Oh mein Gott, nein. Ist hier jemand? Nee, hä, was labert denn André? Haha, geprankt. Alter, André, was soll das, Junge? Sieh zu, dass du das gewinnst, sonst knallst, Alter. Hey. Sonst gehst du down, Junge. Ey, André hat mich geprankt, aber wir haben halt auch noch hier viel von der Krümelkiste noch gar nicht gesehen. Und zwar hier zum Beispiel ist so ein... Was ist das denn hier? Ein Liebesballon? Alter. Oha, der sieht ja auch cool aus, der Liebesballon. Und hier geht's auch hoch.
Ach, Mann, schon wieder. Ey, Flauschi, du bist ja voll schlecht in Hide and Seek. Aber bin ich nicht die Letzte? Wer versteckt sich denn noch? King Crimex versteckt sich noch. Hä, ich hab gedacht, er hat keine Chance mehr gehabt. Na doch, der hat noch eine Chance gehabt, weil er mir auch jemanden gezeigt hat. Wen denn? Candy. Aber Amy hat dir Candy gezeigt, ich hab's gehört. Ja, aber Candy durfte sich neu verstecken. Jetzt keine Widerrede hier, Flauschi. Du hast nicht gewonnen und du kriegst keine 200 Diamanten. Was ist, wenn ich dir einen Keks gebe? Ja, dann freue ich mich. Dankeschön für den Keks. Hier, ich geb dir ein Boot. Bitte, danke. Ja, dann hast du... Aber du hast nicht gewonnen. Okay. Wo fährst du jetzt hin? Weg. Tschüss. Okay, tschüss, Flauschi. Cooler Rolls-Royce Cullinan. Okay, danke. Leute, der Letzte, der sich versteckt hat, ist iCrimex. Ich hoffe natürlich, dass ich ihn finden werde. Weil wenn ich ihn finde, dann bekommt gar keiner Dings hier seine Diamanten. Und da kann ich die Diamanten auf jeden Fall sparen. Wir gucken mal rein, wem gehört das denn hier? Füße abtreten, Snoopys Haus. Ah, Snoopy hat ja auch ein Haus in Paulberger Hills, in Krümelkiste. Okay, aber das sieht auch, naja, sehr schmalspurmäßig aus, muss ich auch mal sagen. So, das haben wir durch. Was ist das hier für ein Haus? Ey, wie viele Häuser sind denn hier mittlerweile? Ich glaube, ich drehe durch, Leute. Da wird mal der Fuchs teufelswild. Hier ist aber safe auch keiner. Max, wo bist du? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Ich werde auch dich finden, King Crimex. So, ist er vielleicht hier? Ja, guck mal, ey, wie viele Häuser sind denn hier mittlerweile? Stani? Ja, Flauschi? Warte, wo bist du? Hier. Was heißt hier? Ach, da. Also, was kriege ich, wenn ich King Crimex verrate? Dann kriegst du eine Überraschung! Ein Dia möchte ich dafür. Leute, das wäre schon clever, wenn wir ihr ein Dia geben. Weil wenn wir Max nicht finden, müssten wir ihm 200 Dias geben. Ja, Flauschi, zeig mir mal, wo ist denn Max? Okay, komm mit. Der ist schon wieder, der hat ein total leichtes Versteck. Ist ganz schön peinlich eigentlich, dass du den noch nicht gefunden hast. Ja. Guck mal von hier oben nach unten. Oh, warte mal, ich guck mal. Ja. Normal wachsen auf einer Palme keine Äpfel. Also was? Da wächst normalerweise keine Äpfel? Nein, siehst du das, der roten Apfel da auf der Palme? Oh mein Gott, ey. Aber der ist da mit Elytra hingeflogen, oder? Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass er von seinem Dach ausgesprungen ist. Nee, das geht aber nicht. Alter Max, bist du da mit der Elytra rauf? Hä, nein, du kannst von dem Baum auf das Dach und dann hier auf die Palme springen. Aha. Ja, okay. Aber Max, Flauschi hat dich verraten, du hättest sonst 200 Diamanten bekommen. Hä, ich bin jetzt krieg ich einen. Hä, ich bin doch der Letzte. Nein, weil ich dich gefunden habe, kriegst du keinen. Hä, aber ich bin doch der Letzte. Und Flauschi kriegt einen Diamant. Ja. Nur weil du zu arm bist für 200 Dias. Max, du hast verloren, Junge. Flauschi, komm mal her, komm mal her. Mit dir spiele ich nie wieder. Ein Dia. Ey, wie wäre das vielleicht mit einem Keks, Flauschi? Ja, ein Keks ist noch viel besser. Keks ist besser als Diamant? Ja. Oh, danke. Willst das ist der beste Tag meines Lebens. Ja. Leute, ich glaube, wir haben heute alle beim Hide and Seek in der Krümelkiste gefunden. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das war's gewesen. Tschüss.